Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Haus Flipper 2. Hier ist der Lama und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen und freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. In der letzten Folge haben wir unserem... Wie soll man das sagen? Liebenswerten Jack, der sich nach Japan verdrückt hat, liebe Grüße hinterhergeschickt. Denn der hat ja für ein völliges Chaos bei unserem Steven gesorgt. Und inzwischen sind wir zurück in unseren eigenen vier Wänden. Und in dieser Folge machen wir das vielleicht wie beim letzten Mal auch. Wir kümmern uns darum, dieses Familienanwesen Stück für Stück wieder langsam in Ordnung zu bringen. Und ich würde sagen, wir holen erstmal den Wischlappen raus und machen noch ein kleines bisschen sauber. Hier diese Fußspuren, die Treppe hochführen. Auch gleich noch weg. Dann sieht das auch schon mal ein bisschen ordentlicher aus. Hier vielleicht noch um die Ecke. So. Wunderbar. Damit haben wir schon mal diesen Treppenaufgang bereinigt. Hier vorne ist noch ein kleines Fleckchen. Sieht man immer relativ schlecht, aber sonst sollten wir das fast alles haben. Ja, guckt mal hier. Auch wenn man es auf diesem Boden nicht mehr so genau sieht, die Fußabdrücke hinterlassen wirklich feinste Staubspuren. Und die entsorgen wir natürlich, beziehungsweise putzen sie blitzeblank. So, dann lasst uns doch mal hier in diesen kleinen Abstellraum gucken. Auch hier machen wir natürlich den Boden erstmal sauber. Das Regal, ich weiß nicht, ich glaube, das Regal, das entsorgen wir auch mal. Das ist ja schon, wenn ich mir das hier so angucke, dann ist das ja nun wirklich völlig verrostet. Und auch die Töpfe. Damit will doch keiner mehr freiwillig kochen. Hier steht ein Zettel hinter den Töpfen. Mal sehen, was hier drauf steht. Du kannst es jetzt wegwerfen. Deine Mutter hat es mir nicht erlaubt. Wahrscheinlich ist das eine Notiz vom Vater. Also weg damit. Ich hoffe, hier sind keine wichtigen Steuerunterlagen drin. Wenn nicht, müssen wir sie nochmal aus der Tonne holen. Okay, den Ball hauen wir auch weg. Im Moment habe ich keine Lust, Ball zu spielen. Hier ist noch eine schicke Vase, ne? Aus Holz. Ach, weg damit. Nicht alles aufheben. Dann stellen wir ja wieder alles voll. So, gut. Nochmal schön drüber wischen. Oh, schön in die Ecken rein. Spinnweben weg. So. Und dann habe ich gesehen, das blitzte gerade so vor meinem geistigen Auge auf. Wir haben einen Vorteilspunkt beim Putzen dazu bekommen. Wunderbar. Und jetzt haben wir hier diesen zweiten Vorteilspunkt drin und das bedeutet, wir sehen es auf dem Vorschaubild, es geht jetzt nochmal schneller, die Flecken wegzumachen und das kann uns wirklich nur nützlich sein. Im Moment haben wir ja noch so viel aufzuräumen und sauber zu machen in unseren Missionen, da kann das nur nützlich sein. Dann haben wir hier, wenn wir denn dann genug Erfahrung gesammelt haben für den nächsten Punkt, kommt dann noch das Reinigungsmittel dazu und guckt euch das mal an, wie schnell das dann geht. Ja, also, da freue ich mich schon drauf auf das Reinigungsmittel, aber jetzt prüfen wir dann erstmal vielleicht im nächsten Auftrag, wie schnell das jetzt mit diesem zweiten Skillpunkt geht. Auf zum Laptop und dann gucken wir mal, was hier auf uns wartet. Eine neue Mission haben wir hier in der Stadt, beziehungsweise die hatten wir ja letztes Mal schon, aber eben noch nicht angenommen. Emma Baker, raus mit dem Alten. Hi! Ich verkaufe gerade mein Haus und mir wurde gesagt, dass es zuvor noch geputzt werden muss, selbst im Keller. Ein Makler, der Stammgast in meinem Café war, hat mir deine Dienste empfohlen. Wer das wohl war? Ja, ich habe wahrscheinlich sowieso ein paar Sachen vergessen, wenn du irgendwelche gepackten Kartons findest. Lass sie also einfach dort. Irgendwann werde ich sie noch abholen. Schönen Tag noch, Emma Baker. Ist aber auch ein hübsches Häuschen, ne? Guckt euch das mal an. Nettes kleines, ja, Lädchen um die Ecke.
Aber auch hier wartet eine ganze Menge Arbeit auf uns, wenn ich das hier sehe. Auch im Keller steht einiges an altem Mobiliar, was da raus muss. Also, ich würde sagen, legen wir mal los. Okay, so. Dann sind wir angekommen an diesem kleinen Café. Und wir können hier direkt schon ein bisschen was verkaufen. Schauen wir mal hier. Das ist alles Müll. Was ist damit? Das können wir verkaufen. Okay, also es ist mehr Müll als alles andere. Ich würde fast sagen, wir stellen erstmal diese Tonne auf. Sehe ich hier natürlich gar keine schwarze, ne? Ja, was nehmen wir dann? Nehmen wir rot? Nehmen wir gelb? Eigentlich egal, oder? Also wenn wir jetzt Mülltrennung machen müssten, dann müssten wir jetzt das hier reintun. Sag mir nicht, ich habe daneben geworfen. Aus Versehen. Gleich mal gucken, habe ich... Also mit dem Zielen müssen wir noch ein bisschen üben. Das war zu wenig. Okay. Gut, jetzt hat es aber geklappt. Ihr habt es nicht gesehen. Meine Zielfähigkeiten können sich noch ein bisschen verbessern. Ich mache das jetzt hier einfach alles in gelb. Wir haben wieder einen weiteren Vorteilspunkt. Das geht aber jetzt wirklich locker flockig von der Hand. Ich guck jetzt nochmal, ob ich hier draußen nicht noch eine schwarze Tonne finde, aber nee. Nee. Da drüben steht eine unterm Pavillon, da kommen wir aber nicht ran. Es gehört auch dem Nachbarn. Das wäre natürlich ein Ding, wenn ich jetzt das ganze Kaffee, den ganzen Kaffeemüll dort drüben entsorgen würde. Das machen wir lieber nicht, bevor wir noch Ärger kriegen. Aber was wir machen, ist den Vorteilspunkt einsetzen und zwar beim Müllsammeln. Und auch das geht jetzt deutlich schneller, weil sich der Radius, in dem wir diesen Müll sammeln werden und können, erweitert hat. Das ist natürlich ein Vorteil, gerade wenn jetzt dieser Müll hier so dicht beieinander liegt, wie in diesem Fall, dann geht das doch relativ flott. Wobei ich mir jetzt sogar ein bisschen mehr davon versprochen hätte. Achso, ich meine, ich sehe gerade... Der Radius hat sich überhaupt nicht vergrößert, liebe Leute. Das habe ich mir gerade eingebildet und wahrscheinlich habe ich mich da so ein bisschen von diesen Vorschaubildern irritieren lassen. Das ist gar nicht der Radius, der sich verbessert hat, sondern die Mülltüte ist größer geworden. Das heißt, ich muss nicht mehr so schnell wieder den Müll in die Tonne bringen, sondern ich kann einfach wesentlich mehr sammeln. Ah, das ist der Unterschied. Jetzt wird's mir klar. Das ist natürlich was völlig anderes. Dann brauche ich mich nicht wundern, dass mir das irgendwie so unverändert vorkam. Okay, aber schaut mal, das sieht ordentlich aus. Ich denke, wir sind jetzt hier für diesen Bereich sogar erst einmal durch. Ich mache jetzt mal vorsorglich den Deckel zu. Ich werde wahrscheinlich doch nochmal aufmachen müssen und Müll hier reinbringen. Aber für den Moment lassen wir es mal und kümmern uns jetzt mal darum. Was haben wir denn hier? Staubsaugen. Leute, ein neues Werkzeug für uns? Ein paar Abfälle sind zu klein, um sie per Hand aufzusammeln. Da kommt der Staubsauger ins Spiel. Wenn du einen Haufen mit zerbrochenem Glas, kleinen Steinsplittern oder etwas anderem findest, das du nicht in eine Mülltüte werfen kannst, verwende das Werkzeug Staubsaugen. Halte die linke Maustaste gedrückt, um den Staubsauger zu verwenden. Das ist natürlich mega toll. Das probieren wir gleich mal aus. Wir haben ja hier diese Blätter, da kann ich wischen, wie ich möchte. Die gehen nicht weg. Aber schaut mal, hier haben wir den Staubsauger. Den probieren wir jetzt mal aus. Ja, das geht doch wunderbar. Sehr, sehr schön. Ja, da haben wir sogar noch ein bisschen mehr zu tun. Aber das Buch legen wir jetzt mal für den Moment... Ach, ich lege es erstmal hier hin. Das können wir vielleicht später irgendwo einsortieren. Ja, wir müssen erstmal ein bisschen was verkaufen. Diese ganzen Möbel hier sind Asbach uralt. Kann ich denn hier noch irgendetwas sauber machen? Sieht nicht danach aus, ne? Die Fenster werde ich sehr wahrscheinlich von unten aus sauber machen müssen. Tatsächlich jetzt hier nur noch diese Blätter wegzusaugen.
So, damit haben wir das zumindest auch mal erledigt. Dann gucken wir jetzt mal hier rein. Ja, jetzt ist hier ein bisschen was zum Verkauf. Machen wir uns hier mal ein kleines bisschen Platz, dass wir besser durchkommen. So. Was für ein Chaos. Ach du liebe Zeit. Gut, wir räumen erstmal ein bisschen auf. Wir haben 31 Objekte zu verkaufen. Das entspricht fast dem ganzen Mobiliar, was hier drin steht. Okay, na gut, dann würde ich sagen, weg damit. Das geht ja auch recht flott von der Hand. Und dann sehen wir hier auch wieder ein kleines bisschen durch. Ist ja wirklich alles zugestellt. Die Lampen sind die einzigen Dinge, die hier dranbleiben offensichtlich. Regale, Uhr, Schubfächer, alles weg. Und ein Teil habe ich übersehen. Ah, wahrscheinlich das hier, ne? Das WC-Schild. Okay. Gut. Gehen wir mal hier drüben rein. Und auch hier gibt es einiges zu verkaufen. Diese kleinen Müllbeutel, Mülleimer können wir sowieso nicht benutzen. Wir müssen die großen Tonnen außerhalb nutzen. Oh, hier muss ja wirklich alles raus. Okay. Jetzt ist natürlich die Frage, ob wir hier selber irgendwie was reinsetzen, reinbauen, basteln, wie auch immer, kaufen müssen. Oder ob sie das dann wirklich alles selber macht. Sie hat ja gesagt, sie hat noch irgendwo Umzugskisten stehen. Sie kümmert sich dann schon drum. Wir werden sehen. So, jetzt erstmal den Müll raus. So. Was ist das hier noch? Das können wir wahrscheinlich noch verkaufen, aber alles andere ist raus. Ja. So, hier haben wir Kaffeebohnen oder so. Ähnlich sieht es aus. Oder kleine Zier- und Dekosteine. Weg damit. So. Klingt so ein bisschen wie der Absauger beim Zahnarzt, nicht wahr? Okay, wollen wir mal die Assoziationen nicht Richtung Zahnarzt schieben. Das erinnert mich nur dran, dass ich da mal wieder einen Termin machen müsste. Verdrängen wir doch diesen Gedanken einfach mal ganz, ganz flott wieder. Kümmern uns um die Flecken hier. Und die Fenster nehmen wir dann auch gleich noch mit. So, offensichtlich. Fertig. Machen wir die Fenster noch sauber. Number one. So. So genau muss man das halt tatsächlich gar nicht machen. Hauptsache, den groben Schmutz hat man entfernt. Okay, damit ist dieses Zimmer fertig. Jetzt müssen wir hier nochmal zurückgehen. Da habe ich ja jetzt erstmal ja, alles verkauft. Wir müssen den Müll noch rausbringen. Oder erstmal aufsammeln zumindest. Und dann auch noch ein kleines bisschen wischen. Noch einiges an Flecken. Wahrscheinlich zählen diese Fußspuren sehr intensiv. Ja. Ja, damit sind die Flecken weg. Dann haben wir diese Fenster noch. Das mache ich jetzt einfach mal mit den Tasten. Mal sehen, wie gut das geht. Naja, für die Ränder ist es vielleicht gar nicht so schlecht mit der Tastatur. Aber ist schon wirklich sehr flott. Ich glaube, mit der Maus macht sich's schon ein bisschen genauer, wenn es auch nicht ganz so schnell geht, aber die Tastatur ist schon ein kleines bisschen gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen. Also das muss man mögen. Aber so für die Ränder macht sich das eigentlich ganz dufte. Man kann mit der Maus vielleicht eher so diesen Innenbereich machen, der sonst nicht so genau zu machen ist. Wenn man es
kombiniert miteinander, dann mag das wohl ganz gut sein. So, was haben wir denn jetzt hier noch? Das Badezimmer. Da müssen wir auch noch ein bisschen was verkaufen. Mhm. Was haben wir noch? Das Toilettenpapier und den Mülleimer. Ich glaube, dann haben wir das. Dann kann sie sich hier auch wieder neu einrichten. Hier können wir mal die Tür zumachen. Was haben wir denn hier noch? Oh, das könnte jetzt so ein kleines... Entweder ist das das kleine Schlafzimmer oder der Gästebereich. Das kommt natürlich auch alles raus. Und jetzt könnten wir schon den Auftrag beenden, was wir natürlich nicht machen. Es gibt immer noch was. Okay, ich verstehe. Also alles, was ein bisschen größer ist, wird dann nicht in die Mülltüte gemacht und wird verkauft. Okay. So, diese Chips müssen wir wegsaugen. Da wird noch gewischt. Was für eine wunderschöne Tapete. Okay, Fenster ist sauber. Verkauft haben wir alles. Sauber gemacht haben wir alles. Ich glaube, das lassen wir so. Gut, prima. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben bei weitem noch nicht alles geschafft. Es ist hier noch eine ganze Menge offen. Jetzt müssen wir mal gleich gucken, wo es denn hier weitergeht. Warte mal, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier noch zu tun? Also in diesem Bereich war jetzt nichts. Ach so, ja klar. Hier hinten ging doch die Treppe noch runter. Genau. Da war ja auch noch dieser Kellerbereich. Ja, na klar, guckt euch das an. Also, da können wir gleich erstmal diese ganzen alten Sachen verkaufen. Cuttermesser, Schere, weg damit. Egal. Das richtet sie sich alles neu ein. Jetzt machen wir hier erstmal zu. Fenster putzen. So. Ganzen Schimmel von der Wand entfernen. Dann haben wir diese Fenster noch. So, und dann ist dieser Vorraum des Kellers zumindest schon mal aufgeräumt. Jetzt haben wir diesen hinteren Teil auch noch. Naja, ich meine, man sieht es ja dem Mobiliar schon an, dass es in die Jahre gekommen ist. Ich habe gerade geguckt, das sah so aus, als wäre hier noch so ein kleiner blauer Zettel drauf. Und die Zettel kann man sich ja in der Regel durchlesen. Da kriegt man ab und zu mal nützliche Hinweise oder vielleicht was Lustiges, was man erfährt. Was das Spiel auch so ein kleines bisschen noch zwischendurch auflockert. Oh, okay. Wir müssen erstmal raus, Müll wegbringen. Ich hab's doch gewusst. Ich habe es doch vorhin geahnt, dass ich den Deckel noch nicht schließen darf. So, jetzt pass auf. Ich lass mich doch hier nicht verhune piepeln. Diesmal wird's ein Volltreffer. Passt mal auf. Ja, mal genau das Ziel hier nehmen. Mal ein bisschen Zielwasser trinken. So, genau anvisieren. Aha, aha, aha. Und? Ach, das ist aber auch ärgerlich. Ach komm, ich Deckel zu. Ihr werdet schon noch sehen. Lacht ruhig. Immer lacht. Irgendwann. Naja. Wird es ein Lama schon schaffen. Gut, dann putzen wir das jetzt hier mal noch fertig, ihr Lieben. Und dann schauen wir mal, ob wir diesen Auftrag dann abgeschlossen haben. Einige wenige Flecken sind es noch. Mhm. Ja. Das sieht doch ganz gut aus. Vielleicht die Tür nochmal zumachen. Hier sind noch Flecken übrig.
Gut, irgendwo habe ich etwas übersehen. Wo? Habe ich das hier irgendwo? Ach. Ja gut, es war aber auch wirklich schwer zu erkennen. Es waren so kleine Futzelchen. Okay, damit ist der Auftrag abgeschlossen. Beide Kellerräume sind ordentlich und das ganze Grundstück, denke ich, in einem Top-Zustand und bereit, frisch bezogen zu werden. Dieses Buch, das werden wir zum Abschluss trotzdem noch reinlegen. Das muss nicht, so kostbare Bücher müssen wir nicht draußen am Eingang liegen lassen. Tür machen wir zu und dann haben wir es wirklich erledigt. Ihr Lieben, wir geben ab, haben 4.464 Euronen verdient. 3 goldene Sterne haben wir uns auch noch verdient. Spaß hat's nebenbei auch noch gemacht. Und ich hoffe, euch auch in dieser Folge. Wenn ja, dann würde ich mich sehr über eure Kommentare oder vielleicht sogar ein Däumchen nach oben freuen. Wenn ihr mögt, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch wirklich alles Liebe, alles Gute und ja, passt auf euch auf, lasst es euch gut gehen. Tschüss und Ade, sagt der Lama. Macht's gut.